Hallo Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei der Landmetzgerei Setzer ein Fleischkäse zum Selberbacken herstellen. Doch dazu müssen wir unsere Showküche verlassen und runter in unsere Wurstküche gehen. Dazu brauchen wir aber andere Klamotten. Jetzt in Hygienekleidung können wir in die Wurstküche. Jetzt sind wir hier bei uns in der Versuchswurstküche. Da möchte ich euch mit euch den Fleischkäse zum Selberbacken produzieren. Dafür habe ich vorbereitet mageres Schweinefleisch und mageres Rindfleisch. Schweinefett, Eis, unsere geheime Gewürzmischung und Salz. Wir haben jetzt hier unseren Kutter, das ist vergleichbar mit dem Mixer zu Hause, bloß ein bisschen größer. Dort lasse ich jetzt als erstes das Schweine- und Rindfleisch mit den Gewürzen und mit dem Salz ein paar Runden trocken laufen. Jetzt ist unser Fleischkäsebrett fertig. Das füllen wir jetzt noch in Aluformen ein, die Sie dann zu Hause im Backofen backen können. Jetzt ist unser Fleischkäse fertig. Als kleiner Backtipp würde ich empfehlen, den vorgeheizten Backofen bei 160 bis 170 Grad, ca. 90 Minuten.